Schalömmchen, ich bin's wieder. Und der King. Ja, ich wollte noch mal ein fixes Face of the Day zeigen. Macht im Moment echt Spaß, euch das zu zeigen. Und da ich im Moment keine Videoideen habe, sage ich mir, ich zeige euch, was ich mir so in die Fresse klatsche. Nee, also okay. Fangen wir mal an. Heute habe ich mir die Astor Skin Match Foundation ins Gesicht geschmiert. Und zwar mit den Fingern. Und dann habe ich das verblendet so ein bisschen mit dem BE Cosmetic Foundation Buffer Pinsel. Dann habe ich ein bisschen konturiert, so pseudo konturiert, weil ich kann das irgendwie gar nicht, mit dem Chanel de la Song Song, ne? Kennt ihr ja? Es ist tipp, 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 tipp. So, genau. Dann meine neueste große Liebe. Ich verlinke euch mal einen Blogpost mit der Anekdote zu dem Blush unten in die Infobox, dann könnt ihr mal lesen. Und zwar habe ich mir einen Blush vom MAC gekauft. Der hier. Frankly Scarlet. Guckt euch mal die Farbe an. Das ist so ein krass pigmentierter Blush. Also ich glaube, ihr seht das auch, ne? Und wenn ich euch jetzt mal den Pinsel dazu zeige, wie der aussieht, nur kurz reingestippt. Und dann, bam. Moment, ich muss mal eben gucken, wegen dem Licht. Ich sehe gar nichts. So, also, ne, hier. Endresultat, Pinsel, Blush und ja. Ich verblende das dann immer noch, weil ich dipp einmal rein, dipp da drauf und ich glaube, mit dem Pinsel kann man, glaube ich, dreimal die schminken. Also, Blush, na schön, ich liebe es ja, Overblush zu sein und das ist der perfekte Blush dafür. Das perfekte Blush, der perfekte Blush. Egal, Rouge. Rouge. So, dann kommen wir zu den Augen, weil ich finde das Augen-Make-up heute richtig, richtig cool. Es war nicht ganz so dezent, aber ich stehe da drauf und ich mache das dann auch mal gerne. So. Eyeshadow Base habe ich die NYX High Definition. Dann als Grundierung, also eine schwarze Grundierung, habe ich den Kiko Longlasting Stick genommen in Schwarz. Ist halt so ein Stick. Damit habe ich das komplette bewegliche Lid ausgemalt und ein bisschen verblendet mit einem flachen Pinsel. Dann darüber, ich habe kein schwarzes mattes Schwarz, ja genau. Keinen schwarzen matten Lidschatten. Und dann habe ich jetzt aus der Naked Palette den Ton genommen. Das ist Creep. Seht ihr das überhaupt? Creep habe ich genommen. Und habe das dann halt mit einem flachen Pinsel halt so drauf gedrückt. Und verblendet habe ich das dann halt mit einem fluffigen Pinsel. Und aus der Naked Palette dieses Virgin, das ganz helle hier oben. Ja, damit habe ich das dann halt verblendet. Dann habe ich einen Kajal schwarzen genommen, habe unten an der Wasserlinie gemalt, am Wimpernkranz noch gemalt und dann habe ich die einfach getuscht. Jo. Das wäre mein Face of the Day. Auf den Lippen habe ich ein uralt Lipgloss, also ein Dazzle Glass von MAC. Das wäre der hier. Das ist der Necessity. Keine Ahnung, ist halt so ein richtig schöner Glitzer, Funkelgloss. Ja. Ja, dann zoome ich euch noch mal ran, damit ihr das Augen-Make-up vom Nahen. Also, das wäre dann jetzt so das Augen-Make-up. Habe ich ja schon gesagt, welche Produkte ich da benutzt habe. Und ich stehe auf so dunkel, smoky eyes. Also, ich mag das total gerne. Ja. Dann, ja, Wangen. Ich glaube, sieht man ein bisschen meinen Overblush, aber ich mag das sehr gerne. Und auf den Lippen halt diesen Glitzer, Dazzle Glass, nur so, weil farbig irgendwas auf den Lippen ist dann doch ein bisschen too much. Ja, das wär's dann von mir. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.